Ja, das ist definitiv auch etwas, was mir auch aus Amerika in Deutschland aufgefallen ist, dass es scheinbar aber auch hier nur noch Extreme gibt. Ja? Man wird ja gar nicht mehr, es wird ja gar nicht mehr akzeptiert, Red dass du weiter, einfach Bruder. sagst, Ich bringe noch näher ran. dass Ja. du sagst, ey, ich bin neutral. Ja? Das gibt es gar nicht mehr. Es gibt heutzutage scheinbar, ist es wünschenswert, ja, von den extremen Gruppierungen, dass du dich einer anordnest. Zwei Lager. Entweder bist du mit uns, jetzt mal nur rein theoretisches Beispiel, linksextreme Fraktion nähert sich dir an und sagt, bist du mit uns? Nee? Okay, dann bist du ein rechtsextremer Nazi. Was dazwischen gibt es gar nicht mehr, ja. Und das ist sehr, sehr gefährlich, weil du damit auch Leute, die, sagen wir mal, vielleicht einfach nur konservativ eingestellt sind und einfach sich neutral politisch sind oder vielleicht komplett unpolitisch, ja, in so eine Richtung drückst, ja. Das ist ja das, was. Klassische Radikalisierung. Ja. Genau. Das ist, aber es ist ja nicht gewollt, ja. Das ist ja nicht die Intention, aber denen ist das gar nicht bewusst, ja, dass man halt damit potenzielle Leute, die in Anführungsstrichen normale Menschen sind, in eine Richtung drückt, bis man halt die Leute radikalisiert. Ja, es ist Richtig. komplett geisteskrank, ja. Das hat doch Cashmore auch bei der Allman-Thematik, hat er das auch gesagt, dass er sich nie damit beschäftigt hat, was so linksextrem ist, rechtsextrem und so weiter. Der wollte einfach nur einen Song machen über seine Erfahrung als Allman in der Hood, Digga, ja. Und Sehr gutes Beispiel. als dann die Leute aus der linksextremen Ecke dann zu ihm gegangen sind und gesagt haben, ja, du Rechter, dies und das und alles drum und dran, wäre der jetzt psychisch komplett labil gewesen, hätte er sich dann vielleicht nach der fünften Anschuldigung gedacht, ja gut, dann bin ich anscheinend ein Rechtsextremer. Dann gucke ich doch mal, was die Brüder da so für mich Richtig. in Genau, petto das haben, kenne ich. ja. Sehr Also gut. ist ja geisteskrank, Ganz ja. interessant gesagt, wenn du es so oft Irre. zu einem sagst, Ne? irgendwann nimmt das Ja, an. Und bei dieser aber das ist ja auch, du fühlst dich ja abgestoßen. Ja, Absolut. Wenn du genau. dich Ja, abgestoßen fühlst, genau. suchst du Zusammenhalt. Absolut. Wenn links mich abstößt, wo finde ich den Zusammenhalt? Ja, Richtig. genau. Und bei Und der wenn dich links abstößt und dir als einzige Option sagt, rechts ist dort, was anderes gibt's Genau, nicht. das ist Ja, es. genau. Die wollen die Mitte verschweigen, als würde sie nicht existieren. Aber die Mitte ist die Dominanz. Richtig. Das ist es. Nur die meisten Leute sind nicht gebildet genug, um das unterscheiden zu können. Sollte man vielleicht, muss man auch gar nicht. Ganz ehrlich, warum solltest du auch? Warum sollte man sich von morgens bis abends mit diesen Konzepten irgendwie seinen Geist vollmüllen? Wenn du ein freidenkender Mensch bist, der einfach zu sich selbst steht und ehrlich einfach nur ausspricht, was er wirklich denkt, dann hast du erstmal das Wichtigste getan überhaupt, denn dann bist du auf dem Spielfeld. Genau. Das heißt, die Kommunikation kann stattfinden. Absolut. Ohne die Kommunikation kommen wir hier nicht vorwärts. Wenn jeder jetzt ein Duckmäuschen wird und seine Fresse hält, weil er Angst hat davor, verurteilt zu werden, ja, okay, was soll dann passieren? Dann kommst du in so eine Passivität rein und dann bewegt sich gar nichts mehr. Die einzigen, die sich freuen werden, sind die elitären Kräfte. Weil die können dann wieder auf deinem Nacken Geld verdienen. Weißt du so? Und das ist halt das Problem. Sie wollen den Leuten die Mitte absprechen. Und wenn du so wie ich oder wie ich dich auch einschätzen würde, wie du, dann eine Mitte zentrale Position so einnimmst, kannst du natürlich auch Tendenzen ein bisschen mal nach links haben, ein bisschen mal nach rechts. Ich habe einige Ideologien von rechts, die ich sympathischer finde. Ich habe einige Ideologien von links, die ich sympathischer finde. Grau, grau. So, der eine aus der Linksbubble erzählt mal Sachen, die finde ich super. Mein politischer Held in Deutschland, Rudi auf Dutschke. Platz 1, Rudi Dutschke, da kommt niemand, 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 niemand. Und dann kommt irgendeiner dann. Aber das ist für mich gar kein Vergleich. Ist ein Linker. Und auf der anderen Seite werde ich dann von den Linken als rechts betitelt, dann, wenn es dann um irgendwelche Trump-Geschichten oder so geht. Das ist einfach Schwachsinn einfach. Man darf sich den Schuh nicht anziehen lassen. Das ist das Das Wichtige. stimmt.